Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships mit der Minotaur, dem Tier 10 Schiff. Und wir sehen hier ein 8er, 9er, 10er Gefecht, wobei hier mit der Kit und der Monarch nicht wirklich viele 8er am Start sind, der Gegner auch lediglich 2. Und das war's auch schon, also das ist jetzt hier nicht der Faktor, der hier die Runde ausmachen wird. Vielen Dank bei Delarus, by the way, natürlich auch wieder für das Replay. Einer der sehr fleißigen Einschicker hier jedes Mal. Muss ich natürlich sagen, freut mich immer wieder sehr. Und da ist es mir dann auch egal, ob jemand schon mal hier war oder nicht. Aber wenn er natürlich coole Runden schickt, dann wird er immer sehr gern gezeigt. Hydroakustische Suche ist aktiv, dass er mal so ein bisschen im Zweifel die Übersicht behält über alles. Ach, und ich habe für das letzte Video oder für das Gardamada, Mana Garda, Gardemade, keine Ahnung, wie das Schiff noch hieß. Ja, auf jeden Fall habe ich ein bisschen Disses bekommen, weil ja der auch sehr richtige Kommentar war, dass das Schiff Tiefseetorpedos hat, beziehungsweise Torpedos, die einfach die ganzen Zerstörer, wo ich meinte, schieß doch auf den Zerstörer, gar nicht treffen. Also an der Stelle, tut mir leid. Und ja, ich habe es einfach nicht mitbekommen. Also sorry, wenn ich da manchmal auch eine gewisse Unwissenheit habe und bei Sachen, die ganz neu ins Spiel eingeführt werden, wie so Torpedos eben, die nicht sofort mitbekommen, weil auch das ist kein Geheimnis, ich spiele zurzeit selber nur World of Tanks. Das seht ihr bei mir am Stream. Mir reicht aktuell ein Spiel, wo ich halt einen Tech-Tree-Grind habe und da passt halt World of Warships gerade einfach nicht für mich. Aber sorry, wenn da jemand sich da irgendwie, ja, veräppelt, will ich jetzt nicht sagen, aber auf den Schlips getreten fühlte. So sagen wir es doch einfach mal. So, da ist die Fuki jetzt offen. Und das ist halt das Besondere an diesem Schiff, diese unfassbare Kadenz an Schüssen. Hat keine AE-Munition, also das ist ja bei den Briten eben das Thema. Jetzt, nicht, dass ich jetzt sagen würde, lad doch auf AE und alles so, oh mein Gott, der nächste Fell. Nein, es gibt hier keine AE-Munition, deswegen muss er mit AP zurechtkommen. Aber selbst das funktioniert in der Regel recht gut, weil es einfach ein unfassbarer Teppich an Granaten ist, der auf ihn hier niederprasselt. Ein Teppich, der niederprasselt. Das kann höchstens vielleicht bei Aladdin passieren. Wir revidieren den Teppich und gehen zum Regen über. Vielen Dank für alle, die das gekonnt ignoriert haben. Scheißegal, die Buki wird aber trotzdem jetzt sowas von belagert praktisch. Da jetzt auch eine Zitadelle. Jetzt fahrt sie auch noch schön seitlich. Kommt also damit perfekt drauf und ja, Ibuki hat es hier, hätte hier ein bisschen mehr winkeln müssen, hätte es ein bisschen mehr Chancen gehabt, aber so war das super easy und die ersten 44.000 Damage, da hätte jetzt noch eine Charles Martel, er brennt aktuell, macht noch nichts dagegen, will da seine Heilung abwarten, die er jetzt wirklich meines Erachtens sehr gut nutzen könnte. Genau, macht er da jetzt auch und die Heilung, die bekommt hier ordentlich Schwung wieder rein. Also man kann gar nicht gegen dieses Dauerfeuer fast anreden, so laut ist es und so schnell ist es auch, also da gibt es keine Zeit dazwischen. Wird sich die Charles Martel auch denken, oh Junge, hör doch mal auf, mir reicht's doch schon langsam wieder.
Nick hat nochmal die hydrokoxische Suche gestartet. Aber ich denke mal, da wird ihm jetzt kein großes Ungemach mehr drohen. Ganz im Gegenteil, die Charles Martel aber. Denn der wird gleich die Versinkung hier bevorstehen. Habe ich jetzt ernsthaft Versinkung gesagt? Ja, dieses Geschieße macht mich auch wirklich kirre. Oh, Gott sei Dank, endlich mal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Nochmal die nächste Heilung. Damit kommt er auch wieder gut über 30.000, schätze ich mal, drüber. Ah, ein bisschen drunter sogar doch noch. Bei 27.000 bleibt er so gesehen hängen, aber das reicht auch mal locker. Charles Martel wieder zusehen. Jetzt auch schön Breitseite. Ja, und jetzt sollte es dann hoffentlich gleich sich erledigt haben. Da treffen so ein paar Granaten. Prallen da ab. Er kriegt aber... Oh ja, doch. Da kriegt er gegnerischer Kreuzer zerstört. Jetzt den Kill bei 82k Damage. Der zweite Kill mit drei Zitadellen. Von den Teams her sieht es gerade sehr gut für seins aus. Erst drei Schiffe verloren, das gegnerische Team schon sechs. Allerdings hat das gegnerische Team zwei Caps und sein Team dann da doch nur einen. Also da zumindest noch der Vorteil beim Gegner. Großer Kurfürst oder die Kurfürst. Auch da jetzt sehr schön seitlich. Konnte da gut beschießen. Aber er wechselt jetzt nochmal das Ziel. Geht auf die Des Moines. Oder die Neptun. Die ist ja nochmal besser. Das sieht er jetzt natürlich auch. Er denkt sich, alles klar, mein Freund. Jetzt bist du fällig. Da fliegt auch sofort. Jetzt guckt mal die Zitadellen. 8, 9. Eine Zitadelle nach der anderen. 11 Zitadellen. Holy fuck, was war das denn? Ich habe, glaube ich, noch nie so schnell die Zitadellen fliegen sehen wie jetzt gerade. Auch die Kurfürst wird jetzt da wie eine Melkkuh gemolken. Einfach mal alles raus, was da geht. Die HP-Pinata praktisch und hier auch der Kill. Ja, und plötzlich ist er halt schon bei 235.000 Damage. Das ging jetzt fucking schnell mit den letzten beiden Aktionen auf die Neptun und die Kurfürst. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn diese Schiffe jetzt noch HE hätten. Holy moly. Ich glaube, dann müssten wir über Balance bei World of Warships nicht mehr reden. Das hätte sich dann ganz schnell, das wäre ganz schnell obsolet, das Thema. Und verzeiht mir bitte in diesem Video meine Wortakrobationskünste, denn die haben einfach mal gar nicht gegriffen. Keine Ahnung, weil mich hat das Schießen, glaube ich, ein bisschen kirre gemacht. Gebe ich ehrlich zu.
Auf der anderen Seite, ihr seid ja nicht anders gewohnt vom Ramba. Von dem her, Gott sei Dank habe ich euch da nicht an einen guten Skill des Kommentars gewöhnt. So werden alle neuen nur auf den Schlips getreten. So, die Kurve ist auch gleich down. Versucht sich da noch gegenzuhalten, wie man sieht. Aber die bekommt es gerade dicke. Ja, und hier ist seine Granaten, machen es da auch. Und der Kill Nummer 4, auch wenn er sich da jetzt festgefahren hat. Aber das Thema ist auch so gut wie rum. Und was haben wir noch? Der Gegner hat jetzt hier noch eine Yugomo, die gerade irgendwie ungespottet ist. Auf der Minimap sehe ich es jetzt auch nicht. Also keine Ahnung, wo die sein soll. Aber ja, im Zweifel machen es halt dann da die Tickets. Ah, da ist er offen und da ist das Schiff. Alles klar, das Thema hat sich also auch dann gleich erledigt. Ja, dadurch, dass die Runde gleich beendet ist, sage ich schon mal vielen lieben Dank. Ob er sich jetzt hier noch den 5. Kill holen kann in 14 Kilometer und 13, das werden wir jetzt sehen und damit sich seine Karte sichern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch weiterhin alles Gute.